Ja, gucken wir mal, hier kann man ja noch weitergehen. Mal gucken, was da noch so gibt. Wo wir Ich kann rauszoomen. unmöglich bis nach Seefels laufen. Das sind mehrere Tagesmärsche durch die Berge. Kannst du schon. Aber. Na dann nicht. Was gibt's da? So, dann betrachte mal. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Direkt davor ist auch schön. Na gut, dann gehen wir mal rein und gucken mal, was der Opa sagt. Hat er ja gerade gesagt, dass hier noch jemand, also dass sein Opa noch hier ist. Wie sieht's denn hier aus? Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester, aber ich habe zugesehen. Na dann. Okay. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. Hey, was jetzt? Das Tor ist Teil von Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Dahinter befindet sich so eine Art Parkhaus für Räume. Kann man den nicht mitnehmen? Doch, warte mal. Da komme ich nicht dran. Oh. Der Stuhl. Ein Stuhl. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Wie, der ist so schön, das ist ein Stuhl. Wie ich schon sagte, ein Stuhl. Zum Sitzen. Ja, dann setz dich mal drauf. Es ist immer noch ein Stuhl. Ja, soll ich schon... Nein. Ein Stuhl, der völlig uninteressant ist und mir in keiner Weise weiterhilft. Auch nicht später. Wieso, du kannst ihn auseinandernehmen, dann irgendwie irgendwas benutzen. Es ist ein Stuhl. Wirklich. Ja, die kannst du aber benutzen. Okay, in Ordnung. Es ist ein Pferd. Yay, dann setz dich drauf. Ein schönes, großes, weißes Pferd. Ja, damit kannst du doch dann zum... Was soll denn das? Ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl. Nee, eben nicht. Ich antworte einfach nicht mehr. Ja, dann mach's nicht. Der Stuhl. Natürlich. Er ist der Schlüssel zum Ganzen. Nicht. Oh. Ein Stuhl. Na gut, dann war's das. Oder? Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Ja, das hat man schon. Gut, dass sie das eingebaut haben. Was kann man hier? Betrachte die Hebel. Das ist die Steuerung von unserer Wohnraumoptimierungseinheit. Mein Vater hat sie erfunden. Aha. Damit kann ich unsere Küche aus der Wohnraumoptimierungseinheit holen. Mit diesem Hebel kann ich mein Zimmer herbeirufen. Damit könnte ich theoretisch das Zimmer meiner Schwester rufen. Ich werde mich aber hüten. Damit könnte ich theoretisch... Ja, ist okay. Und dann? Der Hebel fürs Schlafzimmer meiner Eltern ist blockiert. Was? Der Hebel fürs... Oder holen wir jetzt erstmal sein Zimmer. Das ist mein schönes Zimmer. Mhm. Oh, ein Teddy. Oh, kann man nicht nehmen. Was hat er denn noch so? Tennisschläger? Mein alter Tennisschläger. Ich war allerdings nie sonderlich gut. Dann nimm den mal mit. Die Saiten fehlen. Wofür habe ich die denn mal gebraucht? Rucksack. Mein alter Pfadfinder-Rucksack. Ziemlich robust. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, er könnte größer sein. Ob ich Taschen und Beutel in den Rucksack stecken kann, um damit seine Kapazität zu erhöhen? Nö. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Gibt's noch irgendwas? Gut, aber im Zimmer nicht. Was? Hä? Dann haben wir hier eine Uhr. Eine Erfindung von meinem Dad. Er nennt es Zeitmessometer. Es unterteilt den Tag in 2x12 Stunden und zeigt an, in welcher Stunde wir uns befinden. Aha. Manchmal glaube ich, das Ding zeigt die Zeit nicht an, sondern verbraucht sie. Okay. Sag mal hier, ein Bild. Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit, Dingen. Mutter ist einfach Hausfrau und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt.
Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern. Sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik. Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber... naja, bisher fehlte mir der Mut. Das muss ich aber wohl ändern. So, was haben wir hier drüben noch? Blumentopf. Ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem grünen Zeug. Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können. Okay. Die Pflanzen sind ganz schön groß geworden. Ich könnte schwören, gestern waren sie noch nicht da. Vermutlich benutzt Mama einen sehr guten Dünger. Ja, Chemie-Experiment. Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so ein Kram. Eine Hausfrau. Ich fasse davon lieber nichts an. Wir Gnome haben eine goldene Regel. Mische dich niemals in die Experimente anderer ein. Oh, schade. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Okay, der wiederholt sich dann. Okay, dann gehen wir mal hier nach unten. Und abwärts. So, doch eh, bis man da unten ist. Halt! Wer da? Hallo Opa, ich bin's. Das glaube ich kaum. Wie lautet die Parole? Was? Parole? Ich weiß nichts von einer Parole. Schlechte Antwort. Bereite dich auf dein Ende vor, Halunke. Es ist wichtig, Opa. Das ist die Parole auch. Wir sind im Krieg, verdammt. Der Krieg duldet keine Nachlässigkeit. Okay. Also, Parole? Nimm dir das. Atomarer Erstschlag, Sir. Korrekt. Was willst weißt, du? Ich habe einen Ring von einem Gremlin bekommen. Er sagte, der sei sehr wichtig. Der Ring soll so schnell wie möglich zum Erzmagier gebracht werden. Ein Ring? Hast du ihn auf Kontamination überprüft? Auf Flüche? Verhexungen? Gift? Aber was frage ich? Natürlich hast du. Niemand würde einen Ring von einem Gremlin annehmen und ihn nicht auf Flüche untersuchen. Gefährliche kleine Monster, diese Gremlins. Man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, weißt du? Der Gremlin sagte, dieser Ring könne den Krieg entscheiden. Den Krieg entscheiden? Das wäre ja... Wo ist der Gremlin? Er wurde entführt. Gerade so konnte er mir den Ring noch zustecken. Der Erzmagier soll ihn so schnell wie möglich bekommen. Der Erzmagier? Ja. Er wird wissen, was zu tun ist. Darauf haben wir gewartet. Dafür haben wir trainiert. Dies ist die Stunde, in der aus dicklichen kleinen Jungs echte Männer werden. Die Stunde der Ehre, die Stunde des Ruhms. Unsere Stunde. Aber wieso dicklich? Jeder weiß, was er zu tun hat? Nein. Dann machen wir es so. Was? Was jetzt? Was? Okay, Opa mag Geheimniskrämerei. Ich glaube, er hat Angst vor den Spionen der Schattenarmee. Okay, was haben wir hier? Ein alter Verlängerungsarm. Sehr praktisch, wenn man zu klein ist, um an Gegenstände heranzukommen. Ein weit verbreitetes Problem bei uns Gnomen. Nehmen wir mal mit, brauchen wir bestimmt. Was die wir jetzt schon haben. Teile von irgendwelchen Maschinen. Wenn es sinnlos ist, kommt es von Papa. Wenn es kaputt ist, von Opa. Und wenn es gefährlich ist, von meiner Schwester Maggie. Das ist eine tolle Erfindung von Opa. Ein Schiff, das unter Wasser fahren soll. Untergehen tut es schon. Na dann. Der Spind lässt sich nicht öffnen. Er wurde bei der verheerenden Frühjahrsexplosion vor 2 Jahren stark beschädigt. Was gibt's noch? Ah, hier. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste. Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgehwerkzeug hat er mitgenommen. Okay, hier mal ein Schädel. Warum auch immer hier ein Schädel rumgelegt? Ein dünnes, silbriges Elfenseil.
Es ist sehr leicht und beinahe unzerreißbar. Dann nehmen wir es mal mit. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Tennisschläger und ein Seilnetz. Mit dem Netz können wir eigentlich dann... Ich knote die losen Enden um den Rahmen. Fertig. Ja. Tennis kann ich damit zwar nicht spielen, aber es ist ein brauchbarer Kescher daraus geworden. Dann können wir uns unseren Vogel da holen. Was haben wir denn hier noch? Hier was zu essen? Verlängerungsarm, Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Wir müssen erstmal was müssen wir machen. Jetzt du, Opa? Nenn mich Colonel! Was genau tun wir jetzt, Colonel? Haben wir doch eben besprochen. Du besorgst die Ausrüstung und ich kümmere mich um das Transportmittel. Ausrüstung wofür? Wofür? Ja, wofür? Für deine Reise in die Stadt der Menschen natürlich. Du musst aufmerksamer sein, Junge. Ich soll... Ich dachte, jemand anderes... Wer denn? Ich wage zu bezweifeln, dass du hier jemand anderen finden würdest, der dem Tod ins Auge blicken würde. Das ist deine Chance, ein tragischer Held zu werden, Junge. Ein schmerzhafter Verlust für die Allianz. Willst du denn kein Held sein? Ich würde schon gern mal was erleben, aber... Das ist deine Chance. Du wirst ein Held und ich werde allen zeigen, dass ein alter Gnom noch zu etwas Nutze sein kann. Also hier ist der Plan. Du besorgst dir eine gute Ausrüstung. Ich kümmere mich um das Transportmittel. Na gut, ich kann mich ja mal umsehen. Ganz unverbindlich. Wegen meiner Ausrüstung. Wegen meiner Ausrüstung. Ja? Hast du alles beisammen? Ich weiß nicht. Was genau soll ich denn mitnehmen? Lass mal überlegen. Du brauchst einen Helm. Ohne Beine kann man kämpfen, ohne Kopf nicht. Ohne Beine? Außerdem brauchst du eine Karte des Gebiets. Aufklärung ist alles. Wir leben im Informationszeitalter. Helm und Karte also. Verstanden. Und dann natürlich noch einen Fallschirm. Sicher ist sicher. Was? Wozu genau? Ich meine, ein Fallschirm? Na, nur zur Sicherheit. Der Ring. Glaubst du wirklich, er könnte den Krieg beenden? Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendetwas diesen Krieg beenden kann. Der Gremlin meinte, er würde unser aller Schicksal verändern. Vielleicht ist es ein mächtiger Zauberring. Wir sind einfache Soldaten, Junge. Wir kämpfen, wenn man es uns sagt. Über alles andere musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Klingt vernünftig. Ja, der Erzmagier, der Mensch, wer ist das? Kennst du den Erzmagier? Hast du ihn schon einmal getroffen? Getroffen habe ich ihn noch nicht. Immerhin ist er ein großer Anführer und ich bin nur ein einfacher Soldat. Aber ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist ein mächtiger Zauberer natürlich. Er ist Berater des Königs. Und er ist unser mächtigster Alchemist und Oberhaupt des Geheimdienstes. Er lebt unten am Meer in Seefels in einem Turm. Aber natürlich ist er als wichtiger Mann ständig auf Reisen. Hoffentlich ist er da. Ich wollte schon immer mal einen echten Magier treffen. Wenn er nicht da ist, musst du auf ihn warten oder ihm hinterherreisen. Du darfst den Ring nur dem Erzmagier persönlich geben, hörst du? Niemanden anderen. Schwöre mir das. Wenn der Ring wirklich wichtig ist, dann soll es nicht an uns liegen, wenn er in falsche Hände gelangt. Na gut, na gut. Ich schwöre, ich werde ihn dem Erzmagier persönlich geben. Da ist er gar nicht mehr so blöd. ja. Ich soll mit deiner Maschine in die Stadt der Menschen reisen, oder? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Und der sicherste? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Ja, und der sicherste? Vom Kellermeister können wir keine Unterstützung erwarten. Er glaubt nicht, dass der Ring wichtig ist. Ich hab nichts anderes erwartet von diesem feigen Trunkenbold. Aber Opa, er ist mein Chef. Schöner Chef. Sitzt in seiner Festung und trinkt von morgens bis abends Bier, während seine Kameraden an der Front kämpfen. Ich glaube, er vermisst sie. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf uns alleine gestellt, Soldat. Okay, dann suche mal weiter nach meiner Ausrüstung. Du sagst das. Ich hab hier noch genug zu tun. Aber denke daran,
Schau einer Medusa nie in die Augen und niemanden in der U-Bahn. Klar. Was? Okay. So, wir brauchen Fallschirm. Fallschirm. Eine reißfeste Plane mit Ösen an den Seiten. Überraschend leicht. Vielleicht. Ich ziehe das Seil durch die Ösen an der Kante der Plane. Fertig. Eine reißfeste und leichte Plane. An der Seite sind Ösen, durch die ich das Elfenseil gezogen habe. An mit Seil. Wir haben Kescher. Wir brauchen eigentlich jetzt nur noch einen Helm, ne? Wo kriegen wir denn jetzt einen Helm her? Gehen wir mal in die Küche. Gucken, was da so drin ist. Vielleicht gibt es ja einen Topf oder so. Oder irgendwas anderes. Unsere Küche. So, warte mal, wir können ja jetzt unseren kleinen Freund hier mal einfangen. Jetzt komm. Hab ich dich. Mein mechanischer Flugfisch. Ich habe ihn ganz allein gebaut. Mit Papa und Maggie. Ganz allein, ja. Verlängerungsarm. Getreidemühle. Unsere Getreidemühle. Mutter achtet sehr auf unsere gesunde Ernährung. Wir werden alle einmal groß und stark werden. Verhältnismäßig. Was haben wir hier blaues? Betrachte die blaue Flasche. Meister Merlins antibakterieller Küchenreiniger. Und der Schmutz ist wie weggezaubert. Wenn ich doch auch nur zaubern könnte wie Merlin. Oder ein anderer Haushaltsreiniger. Ja. Aber warum muss man zaubern, wenn man doch den Haushaltsreiniger benutzen kann? Was haben wir hier? Messerblock. Mama hat die Messer vorsorglich versteckt. Seit Opas Messerwerfertraining letztes Jahr traut sie uns nicht mehr. Haben wir da eine Schere? Okay. Was haben wir hier noch? Haben wir noch? Ah, wir haben noch eine. Das? Eine hellblau leuchtende Flüssigkeit. Sieht irgendwie ungesund aus. Meine Mama hat Superdünger draufgeschrieben. Wahrscheinlich eines ihrer Genetikexperimente. Okay. Im Trichter liegt noch etwas Getreide. Gerste, glaube ich. Dann nimm es mal mit. Gucken wir mal, was wir brauchen können. Aber wie viele Sachen wir hier haben. Also den brauchen wir auf jeden Fall. Für was wir jetzt den brauchen. Hier gibt's nichts. Dann gucken wir mal, ob wir da rein können. Das ist der Hebel fürs Zimmer meiner kleinen Schwester. Den fasse ich nicht an. Doch. Sie konstruiert Kampfroboter und hat durchblicken lassen, dass sie ihre Privatsphäre zu schützen versteht. Oh, und da? Das ist der Hebel fürs Schlafzimmer meiner Eltern. Ich kann ihn nicht benutzen, solange sie nicht da sind. Oh, schade. Naja, dann würde ich sagen, wir gehen mal... Ja, wir brauchen eine Karte, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie die Karte bekommen. Aber wir können es auch beschleunigen, gut, das ist gut. Dann gucken wir mal, ob wir die Karte nehmen können, einfach. Was ich nicht glaube. Ein Versuch ist es wert. Huch! Was? Was ist los? Nichts weiter. Ich habe nur eine Fee verscheucht. Was hier? Um diese Jahreszeit? Die Biester werden auch immer aufdringlicher. Okay, also... Das war knapp. Ich komme nicht an die Karte, solange der Kellermeister darunter schläft. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ablenken... Bärte sind für Zwerge sehr wichtig. Je länger der Bart, desto angesehener der Zwerg. Und die Bartverzierungen verraten viel über den Träger. Der Kellermeister ist zum Beispiel ein Fassroller zweiten Grades. Er wurde als 9. von 12 Kindern geboren und hat eine Schwäche für Starkbier. Er ist Junggeselle, mag aber keine Spaziergänge im Morgentau. Und er wurde einmal fast von der Schule geworfen, weil er einem Mädchen am Schnauzer gezogen hat. Aha, das sieht man alles aus dem Bart, okay. All die Biertesterei scheint Dina müde zu haben. Das passiert häufig. Er ist nicht mehr der Jüngste.
Und auch wenn er es nie zugeben würde, ich glaube, er verliert langsam seine Trinkfestigkeit. Hm. All die Biertester, Gut, Ja,